So, hier sind wir an einer Nähgarnfabrik angekommen. Und schaut euch das an, ist schon krass, wie die Natur sich alles wiederholt. Heftig, oder? Guckt euch das an. Wahnsinn. Ja, dann nehmen wir euch doch mit. Hier ist auch schon alles eingepackt. Also die ist ja schon, steht ein wenig länger leer. Wie lange sie leer steht, kann ich euch gar nicht sagen. Aber, geile Location. Das ist halt noch ein alter Urica Lost Place. Ja, hier haben die Leute noch ein bisschen Dreck abgeladen. Kühlschrank. Da hinten auch, schaut euch das an. Wie die Natur sich hier das Stück für Stück zurückholt. Schon krass. Schon absolut krass. Hier wächst ein Baum. Seht ihr das? Hier wächst ein Baum mittendurch. Hammer. Hammer. Hier haben wir noch Moos. Hier wächst das komplette Moos. Seht ihr? Da. Komplett Moos. Und das Dach ist schon komplett durch. Aber das ist halt ein urlicher, geiler, alter Lost Place. Also der hier schon. Ich kann dir die Bilder dann schicken. Das hier ist ein alter, urlicher Lost Place. Guckt euch das an hier. Hier. Wahnsinn. Oder das hier. Alles noch voll Moos bedeckt und so. Krass. Ja, dann gehen wir noch mal rein. Das hier, seht ihr das? Ein alter Putzsack. Also nichts Spektakuläres auf jeden Fall, aber ein alter Putzsack. Wahnsinn, oder? Geht's nicht rein, ne? Hier ist noch ein alter Raum. Decke kommt hier schon runter. Alte Autoreifen. Aber das, was ich eigentlich machen wollte, das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, kann ich nicht sehen. Und zwar ist es der Raum hier. Dran. Krass, oder? Wahnsinn. Das war eigentlich der ursprüngliche Raum, den ich euch zeigen wollte. Und ich vermute mal, das geht hinten rum rein. Ja, eine geile alte Fabrik, die komplett lost ist und runterkommt. Mega geil. Ich würde sagen, gehen wir noch mal die andere Richtung entlang und schauen uns die andere Richtung mal an. Dann nehmen wir euch mal mit. Schaut euch das an. Die ist halt, das ist halt mal ein wirklicher Lost Place, wie man es halt so sagt. Ne? Einfach lost. Wahnsinn. Dach kam schon runter. Jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage. Ist das natürlicher Verfall? Oder hat es hier vielleicht sogar mal gebrannt? Aber ich glaube, gebrannt hat es ja nicht. Ich glaube, das ist echt noch natürlicher Verfall. Also würde ich jetzt mal behaupten oder vermuten. Schon krass. Guckt euch das an. Wahnsinn. Sau krass, oder? Geisteskrank. Hier geht's weiter. Das ist schon heftig. Alter Stuhl, seht ihr hin? Dann habt ihr hier, weil die Natur sich alles wieder zurückholt. Das seht ihr ja hier mit den ganzen Pflanzen und so, die sie ja durchwachsen, überall. Krass, absolut krass. Noch wieder ein paar Kabel, die wir am Werk ausschaut. Lauter Kabel, das werde ich nie ganz verstehen, warum man die ganzen Sachen einfach so rausjort oder klaut. Guckt euch das hier an. Schon krass, oder? Schon krass. Das hört und hört nicht auf. Hier geht's weiter. Schaut euch das an. Wahnsinn. Ein alter Lost Place nach meinem Geschmack. Schon krass, oder?
Hier geht's nach oben. Also ich vorsichtig sein, ne? Weil die Decke kommt hier schon runter. Wahnsinn. Guckt euch diese Dimensionen an. Lasst es mal auf euch wirken, was das für ein Riesenareal ist. Krass, oder? Sau krass. Hier, das ist ein ellenlanger Flur. Oh, mit, kannst du da so ein Bild von mir machen, wenn ich mich divers, da hinstelle? Mit diversen Kammern, keine Ahnung. So, hier geht es dann wieder runter. Hier geht es wieder runter. Aber dann kriegt ihr jetzt mal einen Überblick von dem, wie krass und wie riesig im Endeffekt dieser Lost Place ist. Guckt euch das an. Saukrank. Nicht weit. Lauter alte Gebäude. Also ich meine, das ist nicht spektakulär, wenn man sich das so anschaut. Ne? Aber hier scheint es sogar, bei dieser VW scheint es sogar einen Speisesaal gegeben zu haben. Das ist der hier. Aber da würde ich jetzt nicht mehr unbedingt essen, weil es ist ein Lochenboden. Küche? Krass, oder? Da siehst du einfach nur die Glatzen raus. In die tiefsten Löcher alle. Dr. Reuss. Da hoffe ich, dass wir das noch. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, sagt mich weiter. Vielen Dank für den ganzen Support, den ich gerade erhalte, sei es über Instagram, Facebook oder jetzt auch YouTube. Vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.